Im Herbst 2020 bin ich die ersten beiden Etappen des Hildegard von Bingen Pilgerwegs von Idar Oberstein nach Kirn gewandert. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr ein Stück mit. Herzlich willkommen zu meiner nächsten Wanderung. Und zwar habe ich vor, nicht besonders lang, nur ein oder zwei Etappen, muss ich mal schauen, wahrscheinlich sogar nur eine, den Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg zu wandern. Der ist deckungsgleich mit dem Saar-Hunsrücksteig die erste Zeit. Und ich habe keine Ahnung, wie der Trailkopf aussieht. Das ist im Moment alles gesperrt, weil die Burgwände erfahren eine Felssicherung. Und von daher habe ich mich jetzt hier über irgendwelche Umleitungsstraßen und so bis nach oben durchgekämpft. Und ihr seht jetzt erstmal, was bis hierhin geschah. Es regnet. Das ist die passende Gelegenheit, um einen neuen Ausrüstungsgegenstand zu testen. Ich habe mir gerade die Berghaus Hyper 100 angezogen. Schweineteuer, aber auch saumäßig leicht. Ich befinde mich auf der Oberburg. Die Felsenkirche ist jetzt hier nicht zu sehen, weil die auf der Rückseite von dem ist, was ihr gerade seht. Da kommt man im Moment, und da kann man es auch erkennen, wegen Felssicherungsarbeiten sind die Wege dahin gesperrt. Und ich bin jetzt hier in der Oberburg. Die sieht auch schick aus. Ich werde jetzt aber nicht großartig reingehen. Das, was ich tatsächlich hier ganz nett finde, es ist das Standesamt. Coole Idee. Kommen die Leute auch alle außer Atem, um hochzukommen. Ja, ich suche jetzt meinen Trail-Anfang vom Hildegard von Bingensteig. Gar nicht weit weg von dem Weiher, der ist sogar noch hinter mir, ist hier eine kleine Quelle. Ich habe da jetzt gerade einen halben Liter rausgetrunken, noch einen anderen halben Liter in meine Filterflasche reingetan. Das hier ist das Ende vom Weiher. Und okay, da ist sogar eine Schutzhütte. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, ob diese Quelle im Hochsommer noch genauso sprudelt. Jetzt ist Herbst, das so zu eurer Information. Sowas sehe ich bei meinen Wanderungen immer häufiger. Ganz häufig auch in Form von solchen Steinschlangen, wo ich irgendwie immer vermute, dass das ein Kindergartenprojekt ist oder so. Ich freue mich da jedenfalls drüber. Dieses Spaßelement hier kann man übrigens auch durch einen kleinen Haken auf einem Forstautobahn umgehen. Aber wenn das schon da ist, bei Spaß bin ich doch immer dabei. Also das ist so wenig rutschig. Ich denke, das kann man sogar bei Regen auch in der Gegenrichtung. Abstieg ist ja gefährlicher. Kann man das auch in der Gegenrichtung gehen? Schön. Unspektakulär, aber schön. Ich bin von einigen Leuten schon mal gefragt worden, warum ich eigentlich noch keine Vorstellung meiner Kleidung gemacht habe. Den Rest habe ich ja schon gemacht. Ja, und vor so einem Bekleidungsgear-Video habe ich mich immer gedrückt, weil mir ein entscheidendes Teil nie richtig gepasst hat, war ich total unzufrieden mit, egal welcher Lösung ich bis jetzt hatte, und zwar mit der Regenkleidung.
Der erste große Durchbruch war dann der Regenrock, in dem ich im Moment laufe. Der gefällt mir sehr gut. Und jetzt, wenn das so weitergeht mit der Berghausjacke, das könnte es echt sein. Ich habe das nämlich eigentlich schon aufgegeben gehabt, dass man trocken wandern kann, und mich schon auf den Standpunkt gestellt, es geht nur noch darum, etwas zu finden, unter dem man sich wieder trocken laufen kann, so nach einiger Zeit. Diese Berghausjacke ist bis jetzt dicht und die ist so dermaßen atmungsaktiv, dass ich darunter tatsächlich, ich habe das noch nie erlebt vorher, ja? Ich bin gerade den ganzen Berg hochgegangen im Regen. Und ich habe nicht angefangen, darunter zu schwitzen. Tja, man könnte fast glauben, es ist eine Wildschweinefahrt, ne? Aber es ist tatsächlich der Wanderweg. Also, das hier ist die Jacke. Nach, ich weiß nicht, 1,5 Stunden tragen. Und zwar ist das die Innenseite, die ich euch gerade zeige. Und auf der Außenseite, manchmal auf den, auf der Kapuze kann man es noch am besten sehen. Ja. Da sieht's so aus. Feinperlige Tropfen, nichts ist aufgesaugt. Okay, das ist natürlich jetzt immer ein Vorteil von einer frischen Klamotte. Ne? Da ist dieser Abperleffekt immer noch allererste Sahne. Wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Ich bin begeistert. Tja, gerade ausgezogen, kurz gefilmt, Wasser geholt und direkt wieder an. Jetzt geht's gerade richtig ab hier. Das hier ist nicht der Hildegardessteig. Ich habe den Weg irgendwie vor 500, 600 Metern eine Abzweigung irgendwie im Regen und beschlagener Brille irgendwie falsch genommen. Ich habe einen Geocache gefunden, da sind zwei solche Rollen drin. Ich werde den Weg jetzt nicht wieder zurückgehen. Der war zwischendurch ganz schön steil und schlammig. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das runterzugehen. Ich habe über GPS nachgeguckt. Ich weiß, dass in weiteren 600 Metern bringt mich der Weg hier wieder auf meinen Hildegard von Bingensteig zurück. Und jetzt ganz im Ernst, der Wald sieht hier sowieso gerade überall gleich aus. Ist eigentlich auch echt egal, wo man langläuft. Ich weiß nicht, ob das heute im Video wirklich rauskommt. Der Weg ist teilweise echt etwas steiler. Ist jedenfalls gut anstrengend, den hochzugehen. Und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Für euch ist das der Anfang der Tour. Für mich ist das mitten in einem vorher anstrengenden Tag, wo ich schon ganz schön Höhenmeter gefressen habe, weil ich nämlich vorhin erst, zwischendurch habe ich noch gut gegessen, weil ich vorhin erst den Nahesteig beendet habe, und der macht solche Späße wie hier im zweiten Abschnitt auch ganz schön häufig. Aber trotzdem, für sowas wandere ich solche Steige. Kupfer-Jaspis-Fahrt. Streckengleich mit dem Hildegard von Bingen und Saar-Hunsrück-Weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte auf dem Nahesteig ja einen Wanderer getroffen, der das alles an einem Tag gemacht hat, diese 34 Kilometer. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, aber er hatte es jedenfalls vor. Und der Mann machte einen fitten Eindruck, hatte auch nur Tagesgepäck mit. Der hatte mir erzählt, dass er vorher diesen Kupfer-Jaspis-Steig gemacht hat. Er sagte, noch so 9 Kilometer von Ida-Oberstein entfernt. Ich glaube, jetzt hier sind es gerade 11. Und das sei das härteste gewesen, was er bis jetzt gemacht hat. Lassen wir uns mal überraschen.
Das sind jedenfalls richtig schöne kleine Wege, die sich hier durch den Wald schlängeln. Also von der Bodenbeschaffenheit, die sind kaum eingetreten. Also ich denke, wenn Schnee liegt oder sowas, erkennt man die gar nicht mehr. Dafür ist die Beschilderung an den Bäumen aber ziemlich gut, weil man echt so alle 15 Meter oder so hat man ein Schild an einem Baum. Wahrscheinlich genau aus dem Grund. Der Weg ist richtig cool angelegt. Da hinten, wo ihr die Schilder seht, kommt er gerade Single Trail aus dem Wald. Dann hier ganz kurz, aber nur, ich weiß nicht, 15, 20 Meter geht es hier über die Forststraße und dann schon wieder zack seitlich in den Wald rein. Das ist genau das, was ich mir bei so vielen Wanderwegen schon so oft gewünscht habe, dass man als Wanderer nicht, weil es einfach ist, über die Forstautobahn gelotst wird, sondern dass man doch bitte eigene Steige durch die Natur macht. Herzlichen Dank an die Erbauer. Ganz großes Kino. Boah. Ich sagte gerade, boah, weil ich hier einmal kurz geslidet bin auf diesem matschigen Untergrund. Und meine Sohlen haben ja nicht mehr so, meine Schuhe, meine ich, haben ja nicht mehr so wahnsinnig viel Profil. Wirklich totaler Schwachsinn, die hierfür zu nehmen. Aber ich wollte ja wissen, ob man auch bei Schmuddelwetter mit Trailrunnern und ziemlich runtergelaufenen Sohle sich noch sicher vorwärts bewegen kann. Ich meine, bis jetzt. Hallo die Waldfee. Also ich denke mal, der Time Warp ist bestimmt total geil. Ich bin zwischendurch, ich weiß nicht, 15 mal, 20 mal kurz immer so 20, 30 cm geslidet auf diesem rutschigen Grund. Und ich weiß jetzt auch, was der Wanderer da meinte. Also für ein Mittelgebirge war das gerade eine ganz schön giftige Strecke. Total schön, keine Frage. Macht auch echt totalen Bock, die zu gehen. Aber das Höhenprofil ist echt nicht lustig. So, mal kurz 30 Meter an der Straße lang. Ich sehe schon auf der anderen Straßenseite die nächsten Schilder. Also auch das macht man hier nicht lange. Ja, gerade mal weitere 50 Meter weiter. Straße ist noch zu hören, wenn ein Auto kommt. Ich sehe sie auch noch. Ist man wieder in der Natur. Das ist die Ortschaft Fischbach. Man bleibt hier auch am Rand. Das scheint auch der Anfang des Kupfer-Jaspis-Pfads zu sein. Und ich habe jetzt da vorne gerade auf einer Infotafel angeguckt, wie das jetzt losgeht. Natürlich klar, ne? Da oben geht's rauf. Puh, ja, geht ja schon gut los. Aber ach, Treppen bergauf, das ist gar nicht so schlecht. Man kommt zwar irgendwie nur langsam voran, gewinnt aber dadurch schnell an Höhe und man ist nicht so rutschig unterwegs. Hier ist gerade wieder ein ebener Abschnitt. Hier liegen überall Pflaumen auf dem Boden, das ist schon die ganze Zeit. Aber leider sind die, die es noch dran sind, so hoch, dass man da nicht annähernd dran kommen kann. Boah. Ja, das wäre jetzt auch cool, ein paar Pflaumen. Ja, also ich filme es jetzt gerade nochmal hier, weil es eben ist.
Ich habe nämlich auf den schrägen Passagen, wenn da keine Treppenstufen sind, mittlerweile echt Probleme. Ohne Stöcke könnte sein, dass ich es sogar gar nicht schaffe. So rutsche ich mit den Schuhen und da werde ich dann nicht bei filmen. Sieht aus wie auf einem anderen Planeten hier. Ich habe hier gerade diese Hütte gefunden. Das Schicke ist, die ist auch nicht direkt an einem Weg. Also selbst wenn jemand vorbeifährt mit dem Auto oder Trecker, kann der hier nicht reingucken. So richtig geil finde ich das zwar nicht, in Hütten zu übernachten, weil ich ja eigentlich gerade Aussicht haben will. Die kann ich da größtenteils knicken. Mal gucken, wenn ich mich weit genug nach vorne lege. Aber diese beiden Isomatten nehme ich an, warum auch immer die hier liegen. Da vorne ist eine Bank mit Aussicht und ich werde es gleich noch mal ausprobieren. Schaukeln kann man hier auch. Naja, lange mute ich dem Baum das nicht zu, aber funktioniert. Die Hyper 100. Ich hatte ja gesagt, dass ich darunter nicht nass geworden bin und aber so ein klammes Gefühl habe. Ich habe es mir jetzt gerade mal komplett ausgezogen und ich denke, das sieht man vielleicht sogar im Video. Hier vorne, das ist aber auch ein typisches Schwitzfeld von mir, ist sie tatsächlich, das Merino ist, fühlt sich feucht an, nicht nass, leicht feucht, aber dann ändert das ja die Farbe. Aber wenn man sich ansonsten jetzt mal die Arme anschaut, ja, also an den Armen, die sind trocken. Ja, und gerade die neigen normalerweise in einer Regenjacke wie Hölle dazu, nass zu werden. Und auch, ne, unter den Unterarmen, die sind ein ganz klein bisschen feucht, nicht so feucht wie das hier. Ne, da ist dann aber auch der Brustgurt vor an dieser Stelle. Das weiß ich auch, dass das immer was ausmacht. Ja, also hochzufrieden. Muss ich natürlich jetzt bei den Temperaturen, das ist immer einer der Nachteile, wenn man mit so kalten Jahreszeiten wandern. Survival Martin sagt ja immer so gerne, wer schwitzt, stirbt. Ne? Man sollte gucken, ne, dass man irgendwie trocken ins Bett kommt. Das wird mir jetzt schon nicht mehr ganz gelingen. Ich ziehe jetzt direkt die Daunenjacke drüber und dann gucke ich mal, was meine eigene Körperwärme noch wegtrocknen kann. So, bei mir gibt es Schinkenhörnli. Ich habe noch eine Wurst reingeschnitten, weil ich mir eine Mahlzeit diesmal halbiert habe. Das Ganze schaffe ich nicht. Und wenn ich morgen auch noch übernachten sollte, hätte ich nämlich ansonsten auch kein Abendessen mehr. Das heißt, ich müsste einkaufen. Und so reicht das zur Not auch für zwei Abende. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video später rauskommt. Das ist nochmal gerade, wo die Wolken weg sind, die hier doch immer wieder durchziehen. Noch ein kleiner Blick auf... Ups, ich weiß es gar nicht. Fischbach?